Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ja, es ist jetzt schon ein paar Wochen her, dass die Düfte von The Nose Behind in meinem Shop gedroppt sind und nach 300 verkauften Sample-Sets und über 150 verkauften Flakons möchte ich euch heute einfach mal ein kleines Fazit ziehen und noch ein bisschen mehr über die Düfte sprechen, denn ich habe sie natürlich inzwischen auch alle selber schon öfter getragen und kann euch deshalb, glaube ich, ein ganz gutes Feedback geben, was diese einzelnen Kreationen anbelangt und euch einfach auch nochmal so ein bisschen Fazit geben, welchen Duft ihr euch vielleicht kaufen könnt, wenn ihr das eben möchtet. Grundsätzlich ist für mich persönlich der Fall, dass die Düfte alle eine sehr gute Qualität haben. Ich finde, dass das Motto The Nose Behind hier auf jeden Fall gut umgesetzt wird. The Finest Liquids ist ja so dieser Untertitel und ja, es ist einfach so, dass die Flakonqualität natürlich gewissermaßen dem Duft ein bisschen nachsteht. Ja, dafür sind die Düfte deutlich günstiger, als man normalerweise für die Qualität in dem Flakon bezahlt. Und es geht hier also wirklich darum, einfach eine gute DNA zu haben, eine gute Performance und einfach eine wunderschöne schön ausbalancierte und teilweise sehr, sehr kreative Duftkomposition. Und es geht eben nicht darum, jetzt da eine großes Hi-Yo-Pi drum zu machen mit einer fancy Verpackung und so, sondern einfach um gute Qualität in dem Flakon. Und ich kann auch ganz ehrlich sagen, dass die Düfte alle sehr unterschiedlich sind. Also es gibt, denke ich, keinen Duft, der sich hier irgendwie doppelt oder ähnlich ist, wie das sehr häufig bei anderen Herstellern der Fall ist. Ne? Die bringen häufig verschiedene Düfte raus, die irgendwie dann nochmal andere Facetten haben, aber die eigentlich gleich duften. Und hier ist es wirklich so, dass du 8 verschiedene Düfte hast jetzt im ersten Run, die einfach komplett unterschiedlich sind. Ja. Und ich möchte mal anfangen mit meinem persönlichen Geheimtipp, sage ich jetzt mal, ja, oder mit dem Duft, der für mich auch so die größte Überraschung war, weil es doch relativ viele Leute gibt, die diesen Duft extrem feiern. Und das ist der Silk Oud. Ja, als der Herbert hier war und mir den gezeigt hat und ich den das erste Mal gerochen habe, war ich ein bisschen schockiert, möchte ich fast schon sagen, dass dieser Duft doch so eine deutliche Oud-Note hat und so eine deutliche, ja, harzig-animalische Note hat, was ich persönlich als sehr risikoreich empfunden habe. Ja, vor allen Dingen, weil ich ja auch jetzt schon einige Oud-Düfte wirklich getestet habe und einfach auch sagen kann, dass manche Menschen da einfach ein bisschen empfindlich gegenüber sind. Ich kann aber ehrlich sagen, dass dieser Duft hier schnell zu einem der beliebtesten Düfte in meinem Shop geworden ist und es sehr, sehr viele Leute gibt, die sich, nachdem sie das Sample-Set gekauft haben, sich direkt diesen Duft hier auch dann in der vollen Größe bestellt haben und die wirklich, denke ich mal, auch überrascht worden sind von der Duft-DNA. Ich muss ehrlich sagen, es ist am Anfang, in den ersten Minuten merkst du so diese deutliche Oud-Note und die bleibt auch von Anfang bis Ende durch. Also ich würde sagen, dass im Gegensatz zu vielen anderen Düften, die es auf dem Markt gibt, die mit Oud werben, hier tatsächlich auch wirklich mal eine echte Oud-Note zumindest verspürbar ist. Ich meine, für den Preispunkt kann da nicht viel echtes Oud drin sein, es wird also drumherum gebaut sein, aber ich kann euch ganz ehrlich sagen, also von dem Eindruck her riecht es schon sehr, sehr ähnlich so. Und das wird dann eben gepaart mit einer richtig schönen, leicht frischen, seifigen Note, würde ich sagen. Also ein bisschen eine süßliche, seifige Note, die dem Ganzen noch so beigemischt wird, die finde ich extrem gut dazu passt. Ist auch ein Oud-Duft, den man jetzt so nicht ein zweites Mal riechen wird, weil es sonst nämlich immer so Rose-Oud-Kombinationen sind oder wirklich so dieses reine Holzige. Und dass man mal so einen seifigen Oud-Duft hat, das finde ich wirklich sehr, sehr besonders und speziell. Und deshalb kann ich sagen, dass er berechtigtermaßen tatsächlich da so einen kleinen Hype erlebt, dieser Duft. Und wenn ihr nach einem Geheimtipp sucht, und ihr euch in dem orientalischen Raum wohlfühlt, dann kann ich euch nur empfehlen, diesen Duft hier auf jeden Fall mal zu testen. Übrigens, natürlich werde ich die ganzen Düfte auch in der Beschreibung verlinken, ja, weil es die natürlich alle bei mir in meinem Shop auch zu kaufen gibt. Gut, der zweite Duft, der hier steht, ist dann der Royal Dubai. Das war mein persönlicher Favorit bis jetzt, ja. Ich hatte den ja auch, als Herbert hier war, dann tatsächlich auch direkt mal gerochen und gesagt, wow, krass, mein persönlicher Lieblingswinterduft. Und der Grund dahinter ist ganz einfach, dass dieser Duft nicht besonders viel mit Dubai zu tun hat, sondern für mich einfach so eine richtig schöne, marzipanähnliche, süßliche Esskastanien-Weihnachtsmarktnote hat. Allerdings nicht, wie ihr das zum Beispiel bei Oajan von Parfums de Mali kennt, ja, oder bei dem Stronger With You Absolutely von Armani, sondern tatsächlich in einer sehr, sehr eleganten und sanften und ja, glatten DNA. Es ist so, dass diese Düfte hier sich eigentlich alle in zwei verschiedene Gruppen aufteilen. Du hast diese super, super starken und kreativen und crazy Düfte. Dann hast du auf der anderen Seite die Düfte, die so ein bisschen zurückhaltender sind und die vielleicht eher simplistisch gehalten sind und nicht so viel machen. Und ich finde das sehr clever, weil ich glaube, dass es zwei verschiedene Zielgruppen abdeckt, die es da draußen gibt. Nämlich die Leute, die einfach den crazy Shit wollen und die Beast Mode Performance. Und dann gibt es eben die Leute, die ein bisschen was Sanfteres haben wollen. Ja, und die ersten beiden Düfte zählen auf jeden Fall zu dieser zweiten Kategorie. Also ja, vor allen Dingen auch Royal Dubai ist einfach ein wunderschöner, süßlicher, gourmandiger Duft.
Luft, ja, der aber zu keiner Zeit irgendwie zu stark wird, sondern eher so ein mittlere Performance hat, also durchschnittlich jetzt nicht schlecht, sondern halt wirklich ordentliche Performance, aber nicht Beast Mode. Und ich finde den einfach sehr, sehr schön. Also von der DNA her für mich tatsächlich einer der schönsten und auch einer der tragbarsten Düfte, wenn man einen Duft für den Herbst und Winter sucht. Und Performance, wie gesagt, locker 7, 8, 9 Stunden, aber jetzt kein absoluter Beast Mode. Der nächste Duft, der hier steht, ist der, der in meinem Shop wirklich mit Abstand am meisten verkauft wurde. Vermutlich, weil da die Parallele zu Naxos gezogen wurde und der Duft auch als Weiterentwicklung von Naxos dargestellt wird. Und die Reaktionen der Leute sind so ein bisschen unterschiedlich. Ja, manche können das volle Kanne nachvollziehen, andere eher nicht so. Und ich kann euch ehrlich sagen, ich bin auch eher bei dem Team, dass ich es nachvollziehen kann, weil das hier nämlich eine würzigere und trockenere Alternative zu Naxos ist. Naxos ist ja ein Honigtabakduft und hier haben wir eben Tabak mit Rum, mit so einer leichten Oud-Note und mit einem sehr, sehr am Anfang deutlich ausgeprägten Kreuzkümmel meiner Ansicht nach. Also du hast so eine richtig schön würziges Opening mit so einem leichten Tabak und mit so einem deutlichen Rum. Und ich kann aber auch verstehen, dass manche Leute das vielleicht nicht so nachempfinden können, weil dieser Duft hier sehr, sehr stark von der Haut abhängt, die ihn trägt. Auf meiner Haut bekomme ich zum Beispiel sehr, sehr viel mehr Kreuzkümmel als auf dem Teststreifen. Auf dem Teststreifen, finde ich, riecht er wirklich sehr, sehr ähnlich wie Naxos, nur halt trockener und würziger. Und ich finde aber, dass der auf der Haut sich anders entwickelt und vor allen Dingen auch so die Duftwolke, die man hinter sich herzieht, ist einfach ein super schöner, würziger, alkoholischer Mix. Und deshalb, ich finde diesen Duft nach wie vor einen der besten aus der Reihe, ist doch tatsächlich einer der langanhaltendsten und ich denke auch so der zugänglichste, wenn man Naxos auf jeden Fall mag. Und ich finde ihn absolut toll, aber es ist so, dass der Duft sich schon sehr stark auf der Haut entwickelt. Hier würde ich also definitiv empfehlen, vorher mal eine Abfüllung zu testen, anders als bei den anderen beiden. Die, finde ich, sind ein bisschen unabhängiger von der Haut, die diese Düfte trägt. Der nächste ist dann der Hakama. Auch ein sehr, sehr spannendes Teil. Ja, ehrlich gesagt so der, der bis jetzt, glaube ich, am unbekanntesten ist. Und das ist auch einer der Düfte, ähnlich wie Royal Dubai, die, denke ich, für Einsteiger richtig gut geeignet sind und vor allen Dingen für Leute, die sich jetzt keinen so super lauten und krassen Duft wünschen. Das Parfum selbst geht so ein bisschen in Richtung von einem Loafer von Ugolini, falls ihr den kennt, oder vielleicht auch in Richtung von einem Vitanova von Farmacia Annunziata. Also es ist ein würziger Duft mit so einer gewissen aromatischen Note. Ich meine, bei diesen beiden Düften, die ich gerade genannt habe, ist es ja die Nelke, soweit ich weiß. Ich finde aber tatsächlich diese beiden ein bisschen Nelk-nominiert, was die für mich ein bisschen altbacken machen. Und ich würde sagen, dass Hakama etwas so eine modernere Richtung einschlägt. Ich weiß jetzt nicht genau, was da genau drin ist, aber es ist auf jeden Fall so ein leicht floraler, süßlicher und würziger Duft, der ja einfach sehr schön ausgeglichen ist. Ja, und ich würde auch behaupten, wenn ihr einen Einsteiger sucht, dann entweder den Hakama oder zum Beispiel den Kobe Gardens oder den Suits. Ja, das sind so die drei einsteigerfreundlichsten. Die anderen beiden kommen jetzt gleich auch, spreche ich gleich noch drüber. Aber das wäre auch eben ja ein relativ unspektakulärer Duft. Zwar sehr, sehr gut gemacht, aber jetzt nicht so das für die absoluten Beast Mode Menschen da draußen. Genau, dann ähnlich Kobe Gardens und Suits. Ich fange mal mit dem Suits an, weil ich finde, dass das hier der sicherste Duft von allen ist. Das ist nämlich ein Duft, der so ein bisschen in Richtung Aventus geht. Ja, ich meine, das hatten wir in dem Video mit Herbert auch schon gesagt, als der hier war. Das hat er selber gesagt, deshalb darf ich den Vergleich jetzt auch offiziell ziehen. Ja, aber im Grunde genommen handelt es sich hierbei um ein Cologne, was so ein bisschen in Richtung Aventus geht. Also du hast hier Zitrone, du hast Ananas, du hast Apfel, du hast rauchige Noten, du hast Holz. Und ich würde aber trotzdem sagen, dass dieser Duft hier sehr, sehr viel mehr auf Apfel geht und nicht so sehr auf die Ananasnote, wie das bei Aventus der Fall ist. Er ist auch nicht so rauchig wie Aventus, sondern wirklich eher ein frisches Cologne, ja. Also der hat gewisse Vibes von einem Aventus, aber geht eher so in eine Cologne-Richtung und ist deshalb, denke ich, ein super, super, super guter Duft für den Sommer zum Beispiel oder für den Frühling oder wenn du in einem Büro unterwegs bist und du möchtest einfach einen hochwertigen Herrenduft tragen, der niemals aufdringlich wird und der niemals irgendwie so raumeinnehmend ist. Das macht der Suit sehr, sehr gut und ich finde, es ist wirklich eine der schönsten Aventus-Alternativen, die ich persönlich kenne. Und auch nicht so ein krasses Understatement wie Hakama. Ne? Also der ist schon, der geht auch schon so ein bisschen drauf, ja, aber definitiv auch jetzt nicht so ein Beast-Mode-Duft wie zum Beispiel der Miami South Beach oder der Avenue Montagne. Gut, der nächste ist dann der Kobe Gardens. Ich habe ihn gerade schon gezeigt und das wäre für mich so der simplistischste von allen. Ja, denn ihr habt ja auch in dem Interview mit Herbert schon gesehen, dass dieser Duft hier ein Minzduft ist. Und was ist hier passiert? Naja, Herbert hat eine spezielle Minzsorte aus Kobe in Japan.
importiert. Und das ist eine Minzsorte, die sehr untypisch ist für so eine typische Minze. Denn wenn man an Minze denkt, hat man normalerweise immer so diesen Kaugummi-Duft irgendwie im Kopf. Ja? Also diese sehr, sehr scharfe Pfefferminze, die man so riecht und kennt. Ja? Und hier ist es so, dass das quasi auch ein Thema ist. Also du merkst definitiv, dass das eine Minze ist. Keine Frage. Allerdings ist es keine scharfe Pfefferminze, sondern eher sowas in Richtung Speerminze und vielleicht noch ein bisschen sanfter als das. Also es ist wirklich eine sehr, 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 sehr sanfte Minze, die vor allen Dingen deshalb auch in jeder Jahreszeit tragbar ist. Also typischerweise würde ich sagen, so ein richtig heavy Pfefferminzduft würde ich eher im Sommer tragen, weil es einen einfach runterkühlt. So eukalyptusartig und scharf und ätherisch, wie das eben riecht. Hier ist es aber so, dadurch, dass es eben sehr glatt ist und sehr sanft und der Duft vor allen Dingen auch mit so einer richtig schönen, leicht holzigen und dunklen und vielleicht auch so ein bisschen einer süßen Basis kombiniert wird, ist der Duft sehr gut tragbar in jeder Jahreszeit und wirkt vor allen Dingen eben nicht wie so ein richtig scharfer, kühlender Minzduft. Und deshalb, ich habe auch schon einige Kunden gehabt, die sich das Sample-Set bestellt haben, die sich den dann danach direkt bestellt haben, weil es einfach ein wunderschöner, simplistischer und sehr, sehr minimalistischer Duft auch ist. Ja? Also es ist ein Duft, der besteht quasi aus einer Duftnote, die von Anfang bis Ende durchbleibt, was bei den anderen übrigens nicht so sehr der Fall ist. Die haben eher eine Entwicklung und deshalb, wenn man einen sehr simplistischen Duft sucht, Kobe Gardens für mich auch ein Geheimtipp, weil er einfach wirklich extrem einzigartig ist, obwohl er nicht viel tut und obwohl da nicht viel mit Duftnoten irgendwie so zugange ist, ja. Man könnte den übrigens wahrscheinlich auch, ja, bei Matière Première rausbringen, weil es eben auch so diese Grundzutat einfach fixiert, diese Minze. Gut, dann die letzten beiden. Mein persönlicher Lieblingsduft oder einer meiner persönlichen Lieblingsdüfte und wie ich finde auch einer der besten oder der beste, jetzt wirklich mal von dem Haus Real Talk, ist der Avenue Montagne. Und diesen Duft hier könnt ihr euch vorstellen wie eine Mischung aus dem Xerjoff Iris, den ich auch hier tatsächlich rumstehen habe, und einem Dior Gris Dior oder Gris Montagne. Ganz einfach, weil dieser Duft hier diese dunkle Irisnote von Iris hat, also dieses erdige, ledrige Iris. Und dann aber in Kombination auch noch, glaube ich, eine Rose mit drin ist. Und einfach so diese typische Dior-ähnliche DNA oder diese typische französische DNA. Ich finde den Duft absolut krass. Also ich habe den ein paar Mal getragen. Der hat eine super Beast Mode Performance. Der hält den ganzen Tag über. Du riechst den einfach immer und überall. Und trotzdem ist es ein Duft, der sehr elegant ist, der sehr gut zu einem hochwertigen Outfit passt, der sehr hochwertig riecht und wo man niemals denken würde, dass der in so einem Flakon für 175 Euro die 100 Milliliter zu haben ist. Ja, weil der riecht einfach richtig, richtig teuer. Der hat eine super krasse Duftentwicklung. Am Anfang mehr so dieses ledrige, irisartige. Dann später wird er eher so ein bisschen blumig und floral und zurückhaltender. Ja, aber das ist einfach eine absolut kreative und crazy Geschichte und ihr könnt es euch wirklich vorstellen, ich sage das wirklich und meine das auch so, wie eine Mischung aus Iris von Xerjoff und einem Gris Dior von Dior und dieser Duft nimmt einfach, ja, so einen typischen französischen Designerduft und hebt ihn auf ein Nischenniveau und haut dann richtig nochmal eine krasse Performance raus und deshalb, ja, mein persönlicher Favorit aus allen Düften von The Nose Behind ist definitiv der, weil er einfach eine sehr, sehr krasse Performance hat und eine sehr krasse DNA. Gut, und damit kommen wir zu dem letzten. Und das ist der Duft, der ja so ein bisschen als Schockduft vorgestellt wurde von Herbert. Und das ist der Bangkok Schock. Und hier muss ich sagen, ich finde das nicht wirklich gerechtfertigt. Also für mich ist es nicht wirklich ein Schockduft, ja. Denn das, was diesen Duft hier so besonders macht, ist ja der fermentierte Jasmin. Und spannend finde ich, dass dieser fermentierte Jasmin eigentlich eine sehr vertragbare Note hat. Ja, also es ist nicht so, dass der irgendwie anrüchig wirkt, wie man das zum Beispiel bei einem Alcat von Xerjoff kennt, wo ja auch Jasmin drin ist, was da sehr, sehr animalisch und dreckig wirkt. Es ist nicht so, dass der irgendwie so richtig jasminmäßig wirkt, sondern es ist eher eine sehr, ja, sanfte Jasmin-Note. Ne? Und das zeigt sich auch so ein bisschen in der Performance von diesem Duft, denn wenn du den trägst, hast du niemals das Gefühl, dass du irgendwem damit auf den Sack gehst. Also ich würde zum Beispiel sagen, dass Avenue Montagne viel, viel, viel mehr Action macht als ein Bangkok Shock und auch deutlich mehr extrovertiert ist als ein Bangkok Shock. Ich empfinde den Duft fast schon so ein bisschen als introvertiert und als sehr subtil. Ja? Und das wird mir tatsächlich auch in meinem Umfeld gespiegelt. Also ich habe den ein paar Mal getragen und es gab da eigentlich sehr zurückhaltende Reaktionen drauf. Also niemand hat sich jetzt irgendwie groß beschwert, sondern man hat es eher als angenehmen Duft an mir empfunden. Und deshalb könnt ihr euch einfach nur merken, stellt euch einfach vor, ihr habt so ein Jasmin und ihr nehmt diese komplette, also diese typische Jasmin-Note, wie ihr sie auch von vielen Designern kennt, und ihr nehmt einfach diese Schärfe, die der Jasmin hat, komplett raus. Das, was dann übrig bleibt, ist das, was in Bangkok Shock tatsächlich eine große Rolle spielt. Und ich würde auch sagen, dass er ähnlich simplistisch ist wie ein Kobe Gardens, ja.
Also hier hast du eben diese sehr sanfte Minze, hier hast du diesen sehr, sehr sanften Jasmin und deshalb die beiden ähneln sich so von der Machart her, aber sie sind beide eben relativ understatement und nicht so krass auf die 10 gehend. Ja? Das heißt, im Grunde genommen war das jetzt mal so ein Kurzdurchlauf von allen Düften. Ich muss ehrlich sagen, ich denke, das hat man auch gemerkt, dass es hier wirklich zwei verschiedene große Lager gibt, ne? Eher so die zurückhaltenderen, vielleicht auch ein bisschen simplistischeren Düfte, wenn ihr auf eher simple Düfte steht, die aber hochwertige Inhaltsstoffe haben und einfach gut komponiert sind, dann wisst ihr, glaube ich, jetzt auch, welche Düfte ihr euch holen solltet. Wenn ihr aber eher auf diese extrovertierten und durchgeknallten und absolut krassen Beast-Mode-Düfte steht, dann habt ihr da auf jeden Fall zwei am Start, nämlich den Avenue Montagne und den, wo habe ich ihn, den Miami South Beach, genau. Die beiden auf jeden Fall mal testen. Das sind die beiden Topseller und ich finde auch tatsächlich berechtigtermaßen. Und Sample-Sets sollten, glaube ich, auch jetzt im Februar wieder kommen. Das heißt, wenn ihr die Düfte einmal alle testen wollt, dann habt ihr auch bald wieder die Möglichkeit dazu. Und ich möchte aber an dieser Stelle trotzdem nochmal darauf hinweisen, dass ihr die natürlich bei mir im Shop bekommen könnt. Das heißt, wenn euch einer dieser Düfte zusagt und ihr die samplet auf Parfumo zum Beispiel und ihr danach einen Flakon haben wollt, schaut auch gerne bei mir im Shop vorbei. Da gibt es die nämlich dann zu kaufen. Das war jedenfalls alles mit meinem Video zu The Nose Behind. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Habt ihr die Düfte schon testen können und was ist so euer Eindruck? Schreibt mir das gerne jetzt in die Kommentare rein. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.